Oh, warte, hier passiert gerade was. Bock geil. Pass auf, da kommt ein Roboter. Und das ist ein neuer Roboter. Dieser Roboter heißt Monsun. Wahrscheinlich heißt er Monsun. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Bis kein Regen mehr fällt. Komm, es ist noch 3 Uhr morgens. Komm, ruhig jetzt. Jetzt habe ich nochmal das Schild gelesen. Dieser Roboter heißt Monsun. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Bis kein Regen mehr fällt. Und ist wirklich wenn ich so, ich nicht mehr kann, Hawaii, Mann. Ich daran, irgendwann laufen wir zusammen, weil uns einfach nichts mehr halten kann. Ich immer tun. Es kann nicht sein, Junge. Ah, ich hab nur noch eine Unterhose, verdammt. Wichtig. Oh nein, nur noch eine Unterhose. Ach, du eine passt doch, Junge. Ey, warum dreht es sich? Warum dreht es sich wie irgendwas auf dem Rummelplatz? Was geht denn jetzt ab? Yo, als ob das wieder zurückgeht. Wie unfair ist das denn? Oh mein Gott. Nein, da oben. Razor, du weißt nicht, wer da oben ist, ne? Wer ist? Sag's. Es ist Monsun. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Bis kein Regen mehr fällt. Nein, als ob die jetzt auch noch singt. Ey, es kann nicht sein. Ey, guck's dir an. Was geht denn hier? So, Monsun ist tot. So, cool jetzt. Ah, ich bin so blöd, ich bleib neben dem Duplikatotron stehen und sterbe. Es kann nicht sein, wie kann man so blöd sein? So blöd kann ja keiner sein. SpongeBob, sehe ich verbrannt aus? Razor, sieht Larry verbrannt aus? Ja. Okay. Du bist schon etwas rot. Sagt SpongeBob auch tatsächlich. Razor, bist du SpongeBob? Mhm. Fantheorie? Algengrütze, dieser verdammte Roboter. Algengrütze, dieser verdammte Roboter namens Monsun. Ich muss durch den Monsun. Monsun. Als Ende der Zeit. Ja, ein großer Roboter hat all diese. Okay, warte, das ist doch nicht Monsun. Zurückziehen. Ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme gestohlen. Das kann eigentlich nicht Monsun sein. Oh nein, jetzt bekommen alle eine Sonnenbrand. Doch, das ist Monsun. Nein, das ist er nicht. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Die Sonne ist viel zu heiß. 36 Grad und es wird noch heißer. Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner. Guck, das ist nicht der Monsun, das ist ein anderer Roboter. Der steht da ganz oben auf den Kisten. Doch, das ist doch der Monsun. Nein, das war er nicht. Stopp. Ruhe jetzt. Guck, was macht Mrs. Puff schon wieder hier? Ich habe eben Bikini Bottom vor der Invasion gerettet und Mrs. Puff steht hier einfach an der Gülagün. Das kann nicht sein. An der Gülagün. Die Ballons der Kinder sind zu voll gemacht worden. Sie tragen die Kinder davon. Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung. Oh, Mrs. Puff will uns eine Belohnung geben. Hä? Gleich der Roboter, der Monsun heißt. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Das ist kein Regen mehr. Junge, ey. Das ist heute so ein ehrenloser Stream. Die ganze Zeit, ich muss durch den Monsun. Ich muss durch den Monsun. Dann so Unterhosen, wo alle so denken, das sind die hässlichsten Unterhosen der Welt. Und ich so, Junge, sind die Unterhosen geil? Ich bestell mir alle. Junge, geil, ich hol mir sie alle. 3 Tage später. Es sind sie! Die SpongeBob-Schwammkopf-Unterhosen! Sie sind es! Und damit ist besiedelt, ich werde nie wieder eine Freundin bekommen. Guck mal so, da sieht man auch direkt SpongeBob, das passt doch. Du kommst rein mit so SpongeBob-Unterhosen, ich komme rein mit Sandy-Unterhosen. Wahrscheinlich kommen wir auch beide nur mit Unterhosen direkt ins Zimmer rein. Das kann nicht sein. Mike, das haben wir doch schon mal gemacht. Ach, du großer Schinken. Kennst du noch dieses Kanütchen hier, dieses Zeltchen? Ja. Was ist da drin passiert? Da ist was mit der Unterhose passiert. Als ich meine Hose zerrissen habe. Ja. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen habe. Als der große Larry kam mit seiner Muskel gebracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Marcel K., ich bin ein taubes Süßchen, Rock!
Ich bin der Top Süßchen! Wir alle sind Taube des Tier! Boah! Irgendwas ist das halt für ein ehrenloser Stream, ey! Das ist zu geil, Junge! Oh nein, da oben ist Monsun! Ich muss durchstehen! Durch den Monsun! Ey, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Spiel so geil ist. Ich hätte es niemals gedacht. Auch mit der Musik einfach, diese Gulagün-Musik, das ist so geil. Gulagün. Die Gulagün. Die Gulagün. Die Gulagün. Stell dir mal vor, dieser Synchronsprecher von der Serie hat es auch irgendwann mal so gemacht. Einfach weil es so oft ja diesen Text sagen muss, in fast jeder Folge, wo die Gulagün vorkommt. Einfach irgendwann auch so richtig ausgerastet. Die Gulagün. Einfach so Bier mit dabei holen. Die Gulagün. Geil, geil. Ey, stell dir mal vor, das ist mein absoluter Traum, Junge. Stell dir mal vor, einfach mit Louis Lemonade zusammen spielen. Einfach Vollgas mit dem zusammen spielen, Junge. Das wäre. Okay. Ey, das wäre Utopia, Junge. Das wäre wirklich. Stell du dir einfach mal vor, mit Franzi Raclette essen. Nee. Merkst du was? Okay. Merkst du was, Franzi? Franzi, ich bin die Einzige, die hinter dir steht. Genau, du bist die Einzige, die hinter ja, richtig. Ich bin die Einzige, jawohl. Du bist die Einzige. Richtig. Ich bin die Einzige. Die einzig wahre. Ich bin es. Haben wir jetzt eigentlich alles erledigt in der Gulagün? Die Gulagün. Die Gulagün. Oh! Da hat so jemand den Jäger gerade auf den Tisch gehauen. Ich hab Bock auf Raclette. Jetzt kommt er wieder so an. Franzi, ey. Ja, nee, jetzt ist der Zug auch schon abgefahren. Ich meinte auch Louis Lemonade. Zu lustig mit dir. Queen Franzi. Was? Queen Franzi. Okay. Sag das nochmal bitte. Der Reizei. Der Reizei. Reizei. Wir sind Pokémon. Reizei. Let's tackle ein. Reizei. Reizei. Ich bin so das Pokémon. Reizei. Und ich sag so. Reizei. Ja. Ja. Yo. Reizei. Das ist doch gerade next level. Polizeistation, können wir zur Polizeistation rein? Oh, wir können in die Polizeiwache, oh mein Gott. Oh, guck mal, eine ganz gemütliche Polizeistation hier. Ganz ohne Zellen. Ja. Oh, guck mal. Lol. Guck mal, uns fehlen schon noch 4 gegnerische Roboter. Dann haben wir schon alle Roboter gesichtet, die es gibt. Okay, ist da auch Monsun dabei? Er ist mit dabei. Ich muss durch den Monsun. Hinter die Welt. Ans Ende der Zeit. Franzi, hey. Lass mich nicht hängen. Lass mich doch nicht so hängen wieder. Warum machst du so? Bis kein Regen mehr fällt. Gegen den Sturm. Ans Ende der Zeit. Das war falsch eigentlich. Franzi, deine Gedanken heute? Ja gut, das Gehirn ist ja weg, also die Gedanken auch. Die Gedanken sind frei, ja. Die Gedanken sind frei. Was für eine Werbung war das? Weiß ich, irgendwie so eine Versicherung, oder? Nee, oder war das zwar eine Bank gewesen, oder? Jetzt wo ich es sage. Oder so. Das war eine Bankwerbung. Junge, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh, du hast es geschafft, du hast sie kaputt gemacht, nice! Kann nicht sein! Oh, was? Die Gedanken sind frei! Du bist dann vorbei? Ja! Ein Leben noch hast du! Oh, du jetzt hab ich wieder zwei, weil ich hab die neue Unterhose! Alter, was war das für ein Skill? Junge! Hast du mir den guten alten Anime unterschätzt oder was? Junge, jetzt hab ich einen Ohrwurm vor diesem einen Satz! Ja. Ich aber auch. Die Gedanken sind frei. Ich bin ein taubes Süßchen, Rock!
Ich bin der Taubenduschel! Wir alle sind Taubenduschel!